Moin, hier ist Horst. Ja, heute eine kleine Zwischeninfo für die Photovoltaikanlage. Und zwar habe ich euch ja versprochen, dass jetzt am Samstag, das ist also heute, dass die Tabelle runtergeladen werden kann. Dies habe ich jetzt auf meiner Seite untergebracht und auch eine Seite für den Download fertig gemacht. Und ihr könnt die Tabelle ab heute runterladen. Das heißt einmal im Excel-Format und einmal für den iMac. Das heißt also in Numbers. Und ja, je nachdem, welches Betriebssystem ihr habt, nehmt also die Datei zum Download. Macht euch da nochmal eine Kopie von und spielt da ganz gerne mit rum. Ihr könnt das also immer wieder runterladen. Ist kein Problem, wenn euch irgendwas da zerschossen wird. Die Beschreibung, die habe ich auf der Internetseite mit, bevor ihr das überhaupt runterladen könnt, habe ich das beschrieben. Was ihr machen könnt, was ihr machen solltet und was ihr nicht machen solltet. Also es ist auch eine ganz einfache Tabelle und ja, spielt einfach damit rum. Dann habe ich unten noch reingeschrieben, wo ihr noch eine zweite Tabelle runterladen könnt und zwar von einer ganz anderen Internetseite. Und zwar wird da eine ganz spezielle Berechnung gemacht und ja, die ist glaube ich für euch auch interessant. Also oder interessanter als meine Tabelle, weil meine Tabelle ist jetzt nur für meine Photovoltaikanlage, so dass ich einen Überblick habe. Also, ja, also wenn ihr das wollt, dann ladet euch das runter und ja, bis zum nächsten Mal. Das war es eigentlich für heute. Also schönen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Horst.